Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Pixelgun 3D auf meinem Kanal. Bin aber recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Und ja, dieser Facepalm zu Beginn hier war sehr gewollt, denn heute möchte ich euch etwas über Pixelgun erzählen, was ich überhaupt nicht verstehe. Und ja, das sollte Pixelgun auf alle Fälle besser machen, denn das kann es auf alle Fälle komplett gar nicht, und es erschließt mich dann auch ein paar Sachen, wieso manche Sachen bis jetzt so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, und wieso sie auch weiterhin so laufen werden, wenn da nichts geändert wird. Deswegen, ja, mache ich jetzt dieses Video und ich hoffe, vielleicht sieht irgendwann mal ein Pixelgun-Mitarbeiter meine Videos und denkt sich so, er hat eigentlich recht. Und ja, Leute, falls ihr Veränderungswünsche habt von Pixelgun, rein in die Kommentare. Aber das, was ich euch jetzt erzählen werde, ja, das wird sowieso, ja, denn beim einen oder anderen der Mund offen bleiben. Aber ich würde sagen, wir starten hier gleich mal ein Spiel und gehen hier mal in einen Teamkampf rein, um uns etwas hier, ja, einzustimmen. Ich würde sagen, wir spielen ein ganz gechilltes Match in der Atomstadt. Wir waren ja schon lange nicht mehr in der Atomstadt, deswegen würde ich sagen, spielen wir da gleich mal eine Runde und hoffen natürlich, dass wir hier gewinnen. Schon lange nicht mehr Atomstadt gespielt. Es war ja eine meiner Lieblingsmaps eigentlich. Oh. Wir sind da gerade mit den falschen Waffen ausgestattet. Wieso, weshalb, warum, werde ich euch hier gleich erzählen, Leute, wieso ich hier irgendwelche Waffen angelegt habe. Aber wir werden das hier alles gleich mal im Kampf wechseln. Ich meine, wir brauchen hier momentan eigentlich nur zwei Waffen, um hier zu spielen. Und das ist für mich das Ultimatum und der Donner. Damit komme ich eigentlich sehr, 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 sehr gut klar momentan. Und deswegen, ja, mache ich auch nur diese zwei Waffen rein. Aber ich merke auch schon, ich habe nicht meine, ja, Ninja-Stiefel angelegt. Und wieso ich das alles nicht angelegt habe, erzähle ich euch gleich mal, weil das ist auch ein Teil, was mich so richtig aufregt. Was mich so richtig aufregt. Ja, ich habe wirklich blöd geschaut, als ich das alles gesehen habe. Aber nur mal vorneweg, Leute. Ich habe mein Handy neu aufgesetzt. Also ich habe, ja, es hatte ein paar Probleme und da habe ich gedacht, ich setze das ganze Teil gleich mal neu auf und vielleicht ist es dann ja besser. Natürlich muss ich dann alle Spiele deinstallieren. Also alles wurde gelöscht. Mein Handy war einfach so, mein iPhone war so, wie als würde ich es neu auspacken. Es war nichts darauf. Ich musste mich neu anmelden. Ich musste alle Apps runterladen wieder. Aber in der heutigen Zeit ja alles kein Problem. Es gibt ja das iCloud Backup und. Da hat man jetzt alle seine Kontakte, alle seine Einstellungen gespeichert. Und es ist so komisch, ohne den Ninja-Stiefel zu spielen. So, da. Was? Aha. Okay, aber wir gewinnen hoffentlich hier trotzdem. So. Ja, schon lange nicht mehr gespielt, also schon lange kein Video mehr aufgenommen. Viele von euch haben es ja bemerkt letztens. Ich habe da ein Video vorgedreht. Der Grund dafür war einfach, dass ich eine Weisheitszahn-OP hatte. Und ja, ich habe für ein paar Tagen ausgesehen wie ein Hamster und konnte auch nicht reden. Aber jetzt geht es schon wieder, Leute. Meine Nähte wurden entfernt und somit kann ich hier wieder mit euch reden und ein paar Videos machen. Denn das, ja, ich musste jedes Mal selber lachen, wenn ich in den Spiegel geguckt habe mit meiner Hamsterbacke hier. Aber jetzt geht das alles schon und ich kann hier wieder vor der Kamera sitzen. Und deswegen habe ich ein paar Videos einfach vorgedreht vor meiner OP, damit ihr trotzdem mit Videos hier versorgt werdet. Natürlich. Ist ja klar, deswegen kam auch nicht jeden Tag ein Video, sondern nur jeden zweiten Tag. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir, Leute, jetzt gibt es wieder regelmäßig Videos. Und bald kommt auch ein neues Spiel hier auf meinem Kanal, auf das ich mich schon so freue. Viele von euch wissen es ja schon, um was es hier geht. So, 15 zu 15, ich hoffe, wir killen noch einen. Nein, die Gegner haben einen gekillt. Ach komm. Das hat so schön nach einem Sieg ausgesehen. Ich meine, ich war jetzt schlecht. Ich will mich jetzt nicht auf meine Doppelsprung Dinge rausreden, aber na gut. Aber Leute, was ist passiert? Wie gesagt, ich habe mein Handy neu aufgesetzt, habe alles neu installiert, bla bla bla, Backup eingespielt, alles war wieder da. Habe mich in Pixelgun eingeloggt, auch ja kein Problem. Wird ja alles per Cloud synchronisiert, wird ja hoffentlich alles auf den Pixelgun-Servern, ja, gespeichert, aber dem war nicht so. Ihr braucht jetzt nur zum Beispiel meinen Kontostand hier ansehen. Ich habe ganze 10 Münzen und wisst ihr, wo die 10 Münzen herkamen? Von Glücksdrehen. Ihr wisst, ich hatte davor Unmengen an Gold. Ich hatte über 1000 Münzen und ja, die waren zum Beispiel, als ich mich neu eingeloggt habe bei Pixelgun 3D, alle weg. Die 120 Juwelen kamen von einem Angebot, den ich nicht widerstehen konnte. Hat nur 1 Euro gekostet für 120 Juwelen. War ein Schnäppchen. Das nächste Ding, was ich gesehen habe, guckt mal darüber, Level 35, ja, war ich vorher auch schon, nur zuvor hatte ich ja schon die Hälfte meiner Erfahrungspunkte. Ihr könnt das gerne vergleichen, indem ihr ein altes Video anschaut, aber momentan habe ich nur, ja, 10 Erfahrungspunkte und die kommen gerade aus diesem Spiel, was ich gerade
gespielt habe. Das ist das Zweite, was nicht. Wieso wird das nicht an einem Server gespeichert? Das heißt so viel, diese ganzen Daten werden am Handy gespeichert. Also, wenn ich das Spiel lösche, werden auch diese Daten gelöscht, deleted. Und ja, dann und nicht auf einen Server gespeichert, so wie zum Beispiel mein Level und welche Waffen ich habe. Die werden auf einem Server gespeichert, aber anscheinend nicht meine Erfahrungspunkte und auch nicht mein Gold. Deswegen konnte das Spiel das auch nicht wiederherstellen, nachdem ich das gemacht habe. Das war ja auch schon mal in einigen Updates der Fall, dass einfach mein ganzes Erspartes weg war, weil eben das ganze Spiel gelöscht wurde anscheinend beim Update und oder auch dieser Teil und das überschrieben wurde vom neuen Update und da stand dann eben 0 Gold drinnen. Aber wieso wird das nicht auf einem Server gespeichert, wie bei jedem normalen anderen Online-Spiel auch? Wenn ich mich bei Clash Royale bei einem Device abmelde und beim neuen anmelde, habe ich ja trotzdem alle meine Juwelen, die ich mir vorhin erkauft habe, denn das ist ja wirklich Geld. Bei den Juwelen steckt ja wirklich Geld dahinter. Man kann ja ein Angebot um 100 Euro kaufen und dann ist dann alles weg, wenn ich mich einfach in ein neues Gerät einlogge, wenn ich zum Beispiel ein neues Handy bekomme. Hattet ihr das schon mal? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ja, das nächste Problem war, Leute, Clans. Ich habe keinen Clan mehr. Das war aber nicht die Schuld des Updates, sondern das war eine andere Schuld. Denn ich habe jemanden in den Clan aufgenommen, aus Versehen, der Danny Online heißt. Genau gleich wie ich im Spiel. Und ich finde das nicht cool, wenn sich jemand genau gleich nennt. Danny Online. Und den wollte ich aus meinem Clan werfen. Nur was ist dann passiert, Leute? Das Spiel hat irgendwie gedacht, ich wäre dieser Typ. Und hat irgendwie mich auch aus dem Clan geschmissen. Und als ich den rausgeschmissen habe, war ich einfach auch aus dem Clan entfernt. Und somit bin ich nicht mehr in meinem Community-Clan. Deswegen werde ich in den nächsten Videos einen neuen Community-Clan erstellen. Und ja, ja, ich werde da mit den gleichen Regeln fortfahren, denn ich habe ja neue Regeln erstellt, wie man in meinen Clan kommt, was man da alles so machen kann. Und es ist auch nicht mal das gespeichert, was für Werkzeuge man angelegt hat. Das finde ich richtig mies, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das ehrlich gesagt nicht cool. Denn jedes andere Spiel schafft das auch. Also Pixelgun, bitte, bitte, bitte ändert daran was. Na gut, wir legen hier auch noch unsere Rüstung an. Was haben wir hier? Nee, wir hatten da eigentlich was anderes. Aber egal, wir nehmen hier die Königskrone. Maske nehmen wir das. Das erhöht die Nahkampf. Nö. Da will ich was anderes. Da, starke Sprungerhöhung. Skin hatte ich auch einen anderen angelegt, aber egal. Umhang nehmen wir auch, eine Bewegungsgeschwindigkeit, Sprunghöhe und Waffenschaden nehmen wir natürlich gleich mal, legen wir an. Das machen wir ein anderes Mal. Und Stiefel natürlich, die Doppelsprung, hier, Stiefel des Berserkers, nö, die Ninja sind das normal. Ne, Zerstörung auch nicht, Ninja Derby, ermöglicht Doppelsprung. So, jetzt haben wir das alles mal angelegt, aber wir haben auch immer die anderen Waffen. Na gut, ich spiele diese Waffen eh meistens nicht, deswegen ist es mir nicht so wichtig. Ja, ich weiß, ich sollte mehr meine Waffen wechseln, aber momentan nicht so der Fall, Leute, wisst ihr ja. Aber ich probiere das wirklich zu verbessern. Und seit wann sind diese Waffen so stark hier? Okay, so, legen wir das auch noch an. Schattenzauber finde ich ziemlich cool in letzter Zeit, deswegen nehmen wir den gleich mit. Und da legen wir den Funkenhain an. Anlegen. Alles easy, Leute. So, und jetzt gehen wir in einen Kampf und ich hoffe, es funktioniert jetzt besser. Ich würde sagen, gleich nochmal Atomstadt, um hier endlich zu gewinnen. Denn das war nicht unsere beste Leistung im letzten Spiel. Viele von euch fragen auch, wieso ich so viel springe. Ganz einfach, Leute, dann bin ich nicht so leicht zu treffen, wenn ich so viel springe. So, das fühlt sich ja alles schon mal wieder gleich um einiges besser an, wenn ich hier gleich mal ein paar hohe Sprünge hier von mir geben kann. Ah! Ja, hohe Sprünge, aber trotzdem hier drauf gehen. Das haben wir schon so gerne. Und ich auf Häuserdächer rumspringen kann. Yes, den haben wir. Was? Hey, doch, das war mein Kill. Gut, das war mein Kill. Da wäre ich jetzt wütend gewesen, wenn das jetzt nicht mein Kill gewesen wäre. Ja, ich habe wenigstens den ersten Kill geholt. So, da haben wir den zweiten Kill. Ja, Leute, was haltet ihr davon, dass Pixelgun da so komisch ist mit dem zurücksetzen. Ich weiß nicht, wie es auf Android ist. Ich weiß nur, dass es auf iOS so ist. Ja, und ich finde, das ist einfach ein riesengroßes Problem, was Pixelgun 3D da hat. Ja, das darf einfach nicht passieren. Besonders nicht mit den Juwelen. Das ist wirklich Geld, das man da reinsteckt und das einfach weg ist, wenn man das nicht bedenkt. Ich meine, wenn man es weiß, ich bin da schon sehr vorsichtig. Es ist mir schon öfter passiert bei den Updates, dass zum Beispiel meine ganzen Juwelen
weg waren. Deswegen versuche ich immer, alle meine Juwelen auszugeben, bevor ein Update kommt. Denn ich will natürlich nicht, dass das alles weg ist. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn man sich da vorher was kauft und dann ist es einfach weg. So. Komm, kill dich. So, wie gesagt, während ich hier meine Weisheitsszene hatte, also habe ich auch nicht viel Pixel Gun 3D gespielt, weil ich muss sagen, ich spiele meist Pixel Gun wirklich nur in den Videos und auch in den Streams, was hier trotzdem sehr, 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 sehr oft ist. Ansonsten habe ich nicht so viel Zeit, das auch sonst zu spielen, weil momentan wieder Uni und alles. Deswegen, ja. Jetzt ist es momentan schwierig. Komm, geh doch drauf. Hey. Ah! Mit dem Ultimatum habe ich gedacht, dass es hier leichter ist, aber nö. Komm, geh drauf. Hey, jetzt habe ich ihn getroffen. So, mit dem Donner. Wechseln, wechseln. Wie jetzt? So, dann nehmen wir... Nein! Zurück. Zurück! Da habe ich mich vertippt. Ich wollte eigentlich nur den Samurai holen. Ich wollte nur den Samurai holen. Ich meine, dass wir hier noch gewinnen, das ist sowieso eher unwahrscheinlich, aber na gut. So, den holen wir uns gleich mal natürlich. Da ist noch ein Typ. Wow, der hat einen Raketensprung. Den hat er drauf gehabt. Den hat er drauf gehabt. So. Natürlich auch Doppelsprung möglich mit dem Ninja. Yes! Wow! Da haben wir gleich mal zwei auf einmal gekillt. Der war nice. Der Kill war nice, Leute. Hashtag nicer Kill. Ah, komm. Okay. Das buggt. Ja, das ist einfach sowas, das geht gar nicht. Pixel Gun, das geht wirklich gar nicht. Hier. Yes! Jetzt haben wir haben aufgeholt. Wir haben aufgeholt. Kommt schon, Leute. Zwei Kills noch, das dürfte wohl drinnen sein, oder? Yes, so. Nein, noch immer drei Kills. Ah, aber wir haben gut aufgeholt. Wir haben gut aufgeholt. Ah, verdammt, schade. Schade, 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 aber egal, Leute. Es war ein cooles Spiel zum Kampf. Ja, da gewinnen wir nicht mehr. Hätten uns nur noch zwei Kills gefehlt, schade, aber... Ja, war ein gutes Training. Wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, seit einer Woche zum ersten Mal wieder Pixel Gun 3D gespielt. Ja, ab und zu habe ich in den Clan reingeschaut und das umgesetzt, was ich ja im letzten Video gesagt habe, wie man in meinen Clan kommt. Falls ihr das nicht gesehen habt, unbedingt vorbeischauen, falls ihr wissen wollt, wie ihr in meinen Clan kommt, weil eben so viele Fragen sind. Und ja, Leute, das waren meine Probleme, die ich momentan mit Pixel Gun 3D habe. Ja, wisst ihr, manchmal kommt es in mir hoch und dann muss ich das einfach in mein Video verpacken. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht, mit den Juwelen, mit den Erfahrungspunkten, dass alles weg ist und das mit dem Clan finde ich sowieso sehr, sehr komisch. Deswegen das nächste Mal unbedingt einschalten, wenn ich hier einen neuen Clan erstelle, dass ihr da auch gleich mal reinkommt, denn der muss ja dann auch gefüllt werden. Ich werde mir da einen anderen Namen überlegen, denn ja, Danny's Crew gibt es ja schon so viele. Ja, Leute, deswegen auf alle Fälle beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Diskutieren wir etwas in den Kommentaren, was nicht so geil ist bei Pixel Gun. Und dann sehen wir uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.